Wenn die Jobsuche zur Sexfalle wird. Berufsschülerin Luisa aus Hannover möchte nur babysitten. Doch auf ihre Jobanzeige in einem Kleinanzeigenportal folgen diese erschreckenden Antworten. Hi, suchen eine Hobbystripperin für eine Privatfeier. Wäre das was für dich? Bezahle sehr gut. Hallo, hast du Lust auf ein privates Fotoshooting? Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Küsschen. 37 solcher unseriösen Antworten erhält Luisa innerhalb weniger Stunden. Kein einziges Angebot für einen Job als Babysitterin ist dabei. Es scheint, als suchen vor allem Männer über solche Nebenjobanzeigen gezielt nach Kontakten zu Frauen. Eine Erfahrung, die auch die 18-jährige Emily macht. Die Abiturientin sucht online einen Nebenjob, postet dazu ein Foto von ihrem Hinterkopf. Also ich habe sehr schnell viele Antworten bekommen, besonders von Männern. Und diese waren sehr anzüglich. Also die haben mich nach Dates gefragt, nach Treffen, nach Urlaub und auch nach Sex. Aber das habe ich gar nicht gesucht, weil ich wollte eine Familie finden, wo ich auf die Kinder aufpassen kann und mich nicht irgendwie so anbieten. Dass es noch krasser geht, erleben auch wir. Unsere Reporterin Sandra gibt sich im Netz als alleinerziehende Mutter Cindy aus, 26 Jahre alt, die einen Job sucht. Als Profilbild stellen auch wir lediglich ein Foto von hinten in die Anzeige. Wir betonen in unserer Anzeige, dass wir nur Interesse an seriösen Jobs haben. Ich bin gespannt, wer sich darauf meldet. Nach nur 3 Stunden erhält Sandra 14 Nachrichten. Was für Jobs werden ihr angeboten? Hallo, machst du auch Hotelbesuche? Lieben Gruß. Hallo, ich kann dir einen sehr gut bezahlten Job im Escort anbieten. Seriös. Du bekommst eine Massage und einen Vibrator. Ich bin Akademiker, sauber, rasiert und nett. Wir wollen wissen, was für Männer stecken hinter diesen Anzeigen und lassen uns auf die Kontakte ein. Ein Mann, den wir gleich treffen werden, wünscht sich sogar, dass unsere Reporterin diesen Anzug anzieht und ihn mit Pudding einreibt. Wir werden von ihm noch Unglaubliches erfahren. Aber zuerst treffen wir diesen Mann, der seine Vorstellungen bereits in Bildern schickt. Schon für das erste Treffen möchte er ein Zimmer buchen. Dann bekommen wir diese Nachricht. Soll ich einen Vibrator kaufen? Welche Größe hat deine Unterwäsche? Wir präparieren uns mit einer versteckten Kamera. Strahlend begrüßt uns ein Mann mittleren Alters, muskulös. Unsere Reporterin betont, dass sie einen seriösen Job sucht. Dann geben wir uns zu erkennen. Ich möchte gerne wissen, warum Sie Frauen solche Angebote machen. Dürfen Sie bitten. Warum bieten Sie Frauen solche Sachen an im Internet, wenn Sie einen Job suchen, und zwar seriöse Jobs? Er flüchtet vor der Konfrontation. Zurück zu dem anderen Mann, der unsere Reporterin Sandra 100 Euro zahlen möchte, damit sie in diesen Anzug steigt. Wir vereinbaren ein Treffen. Erst schlägt er uns vor, den Anzug direkt bei ihm anzuprobieren. Wir können ihn umstimmen und einigen uns auf ein Bistro. Er erklärt uns, er sei bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dort habe er diesen Hygieneanzug her. Das ist ein Plastik und die von der PVC. Das ist einfach vom Material her schon irgendwas schöner. Und dann gibt es auch noch böse Erfahrungen in meinem Leben, wodurch ich eigentlich bin auf diese ganze Sache gekommen. Die Treffen sollen in Apartments stattfinden, die ihm zugänglich sind. Und im Pudding hast du noch was geschrieben? Das ist alles größer. Ach so, und das hast du dann irgendwie da? Dann, du hast dann so Sachen da? Wir haben genug gehört und fragen mit offener Kamera. Warum? Jetzt haben Sie mich, also Cindy, 26, alleinerziehend, angeschrieben und haben mir diesen Job angeboten. Ja. Ich habe reingeschrieben, ich suche seriöse Jobs. Seriös ist eine Auslegungssache, meiner. Das ist ja, kann ja alles sein. Wir sind fassungslos. 90% der Angebote, die unsere Reporterin erhalten hat, waren sexueller Art. Auf die sollte man sich niemals einlassen. Emily konzentriert sich nun auf ihr Studium. Über Bekannte hat sie inzwischen einen seriösen Job als Babysitterin gefunden.